Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Star Trek Online. Ja, es ist Winter. Wir sind im Winterwunderland mit einem Schal, den ich mir schon gleich mal gegönnt habe. Ja, es ist wieder Weihnachts. Man merkt, dass es wieder Winter wird. Es ist nämlich Qs Winterwunderland wieder da. Und ja, da wollen wir mal gucken, wen man hier so trifft. Wie man so sieht. So laufen wir immer so. Hier sieht man, das ist so eine Eisfläche. Don't you want Da it, ist ja jemand, Echo den Friend? kenne ich doch irgendwo her. Ist das etwa ein Scotty? Ist das etwa ein Scotty? Was? Ist der zufällig auch im TS? Keine Ahnung. Einen schönen guten Abend, Scotty. Ja, Moin. Scotty ist auch dabei. Er kennt sich Du. aus. Er ist Vollprofi hier in diesem Winterwunderland. Ich nicht. Genau, Alter. Ich sag es euch. Einmal Aber mitgemacht. Oder? Ja, dreimal. ich habe bis jetzt noch gar nicht mitgemacht. Obwohl ich eigentlich letztes Jahr hätte spielen können. Aber ja, gut. Lassen wir es mal. Scotty, mit was fangen wir heute an? Ja, da würde ich erstmal vorschlagen, das tägliche Ding zu machen. Das, warte, wie hieß das? Scheiße. Ist Eisrennen, Dreck. ne? War es nicht Eisrennen? Ja, das hat Okay. einen Namen. Aber bevor wir anfangen, zeige ich euch mal ganz kurz was. Und zwar haben wir hier schon so diese Gegenstände, seht ihr ja hier. Das sind die, die man hier bekommt, um sich Sachen zu kaufen, wie diesen Schal. Und ich habe jetzt, muss noch den Ruf schnell einzahlen, dieses ein, die eine Weihnachtskugel hier. Oh, stimmt, da muss ich auch noch machen. Der Scheiße, hab ich. Mistdreck hab ich die schon auf die Bank gelegt, ey. So. Und jetzt können wir den K6 Dreadnought anfangen. Herrlich. Sechs haben wir schon aus einer Kiste. Und mit Lobby kann man sich die auch kaufen. Die Kistensachen hier sind schon eine Kisten. Wie gesagt, jetzt haben wir 6.000 müssen wir. Das heißt, wir müssen einige spielen. Ich werde euch. 6000, okay. Nee, 1.000 musste. Ach so, 1000. Wir werden das heißt einige spielen. Wir machen jetzt mit Scotty heute machen wir eine Stunde, morgen noch ein bisschen. Wir machen jetzt alles. Also wir haben vor, ich habe vor mit Scotty euch alles zu zeigen. Und danach werde ich alleine weitermachen. Und dann zum Schluss natürlich immer auf dem neuesten Stand, was ich mir so hier für schöne Accessoires kaufe und die Schiffe am Ende zeigen. Das kommt zum Schluss. Aber weil es wird langweilig, wenn ich jeden Tag Eisrennen aufnehme für euch. Das muss nicht sein. Gut, Scotty. Genau. Mit dem Typen hier sprechen, ja? Dem Ruf Genau, mit dem Green hier. Green. Das schnellste Spiel auf dem Eis. Genau. Sie sollten sich geehrt fühlen, Admiral. Der große und mächtige Q hat entschieden, Ihnen die Chance zu geben, ihn zu unterhalten. Erfüllt die Aufgabe erfolgreich und ihr könnt gewillt sein, sie seine Aufmerksamkeit als würdig zu erachten. Sie werden in einem Rennen gegen einen Herausforderer meiner Wahl antreten. Gewinnen Sie, werden Sie belohnt. Verlieren Sie, können Sie es so oft wieder probieren, bis Sie es geschafft haben. Es gibt nur eine Regel: nicht schummeln. So, kriegen wir hier diese 40 Gut, diese Winterpreisgutscheine, so heißen die. Genau, sind ja jetzt nicht mehr die schönen Hochglanzfotos von Q, 8x10 Zoll. Richtig. So, dann gehen wir hier runter. Wo bist Also wenn er mich jetzt ab und zu mal so ein kleines Schnaufen hört, das ist mein Schnupfen. Mich hat's erwischt. du? So, da gab es hier früher mal, Ja. da war das hier alles noch aus Holz gewesen, ist da. So Art, weißt du, wie so am Jahrmarkt, schön so, wo du dich eigentlich so in der Reihe stellen konntest, so eine Okay. Absperrungen. Und dann Oh. sprichst du mit dem hier. Mach ich jetzt mal. Was sind da für die Froschstiefel vielleicht empfehlenswert für dieses Rennen? Könnte man machen, ja. Sag mal, Scotty, jetzt kann ich mit dem nicht Was? sprechen, weil du mit dem Mann. sprichst. Nee. Ich kann mit ihm nicht. Musst du aufpassen. Du hast hier manchmal, das hat man hier manchmal das Problem. Du wirst sozusagen angenommen. Er hält dich fest. Er portet dich aber nicht an Startpunkt. Ja, das habe ich gerade mitgekriegt. Ja, das hab ich jetzt gerade. Ich hat's auch. Hat mich Ach nicht du auch? Na hingeportet. dann kommst du wieder hoch und neu starten. Er hat mich nicht hingeportet. Ich stehe. Ach so, ganz hoch wieder zu dem Green. Genau, na Oh Jens da Leute. oben. Na dann. Gott, das erste Mal, dass ich das Spiel mal gucken, ob ich's hinbekomme. Ich habe Ach, ich gehört, glaube an dich. es ist rutschig. Hallo, es ist Eis, Alter. Aber die Froschstiefel sind doch, die machen das doch noch rutschiger eigentlich theoretisch, ne? Rutschiger wie rutschig geht nicht. Oh, uiuiui, seht ihr hier, ist schon. Aber der Schal gefällt mir von der Föderation. Ich guck, den hole ich mir auf jedem Charakter so einen schönen Schal. So, kriegen wir Einfach die. warten hier.
So, guck mal, da rennt er los, der Erste. So, siehst du. Ach, da waren sie gleich drei Leute. Mal schauen, wen es erwischt. Ach, mich nicht. So, guck mal hier mal uns das an. Oh, ein Hund. Nee, das sind Schakal. Ja, Schakale Nein! sind für Doch, mich jetzt. Hunde. Oh, er wurde weggeportet. Oh nein, wir haben ihn verloren. So. So, du kannst eine Sekunde früher losrennen. Echt? Ja. Ist das ein großer? Musst du gegen dieses Viech Ich rennen muss oder da was? gegen diese Art Schnabeltier oder was das Ach ist. nee. Darf ich jetzt vielleicht auch mal? Ja, genau, der kommt jetzt eher dran wie ich, oder was? Ich glaub's ja nicht. Der hat eine Millisekunde eher geklickt. Nee, bei mir kam noch nicht mal ein Feld. Scheiße. Da soll ich noch an dem Typ bestellen. Der muss aber Fragesymbol über sich haben. Ach so, das war wahrscheinlich gerade Rennen anmarschend. Kann ich gerade nicht auf die Bahn anscheinend. Ach so, ein kleiner Hinweis, mach die Musik an beim Rennen. Okay. Das ist eine so coole Melodie. Ich glaube, die dürfte. Man hört jetzt auch schon Melodie ein bisschen. Also ich finde die Melodie hier sehr, sehr schön. Ich kann jetzt hier das nicht Ja. annehmen. Ich verstehe es gerade nicht. Komm. Junge. Ich möchte. Ich möchte, ich will. Hast du es gewonnen? Nee? Bin durch einen kleinen Fehler von mir leider Ah, du ausgerutscht. willst meine Fehler gar nicht sehen. Hallo. Darf ich? Nö. Warst du schon oben bei dem anderen gewesen und Naja, hast ich habe mal. das auch schon in der Liste stehen, Eisrennen. Ich gehe noch mal hoch. Wir nehmen es doch mal neu an. Oh. Nö, ich hab's in Arbeit. So, das heißt, das Lebkuchendorf ist in Gefahr. Jo, ne, läuft. So ein Mist. Hat er mich nicht mal festgehalten? Warte mal, ich entferne das noch mal. Ich verwerfe das noch mal, nimm die Mission noch mal neu an oben. So, noch mal. Mit dem Lebkuchen auf, das ist doch diese STF, ne? Ja, ist eine der. Ach, eine der. Oh, jetzt kann ich sogar. Ja, hier steht ja keiner, also Attacke Kanacke. Muss ich da auch anfangen zu, doch rennen wäre ganz praktisch, glaube ich. Ja, rennen wäre ganz praktisch. Los, los, los. Los. Hör auf, nicht aus der Kurve. Komm, komm, komm. Ah, oh Mann, ey, Kassus. Uiuiuiui. Wie lange ist denn der ganze Nur Spaß hier? einmal um sie rum. Kleiner Tipp, die Kurven sozusagen Was? Och, ich wurde disqualifiziert. weiter einlenken als Eher einlenken, meinst du, oder? Nö, du kannst sie ruhig, wenn du jetzt eine 180-Grad-Kurve hast, kannst sie schon zum Anfang der Kurve komplett rumdrehen. Ich wurde disqualifiziert. Da rutscht man dann Really so schön cool for a rum. village defense system. Bescheid, das passt denn. Ich wurde trotzdem disqualifiziert. Mensch, warum machst du denn Bin zu sowas? weit aus der Kurve raus. Ja, das konnte Ja, ich ja deshalb nicht. auch enger nehmen, die ganzen Schoße. Ja, man sollte ab und zu mal bestimmt von der W-Taste runterkommen. Das ist das, Nee. Doch, sonst trägt es jedes Mal aus der Kurve. Ab und zu muss ich auch mal ein bisschen runter vom Gas, sage ich jetzt mal. Wenn nicht, kleiner Tipp, auch mal sozusagen die entgegengesetzte Richtung denn sozusagen laufen. Das bremst auch ein Stück. Ja. Los. Warum renne ich eigentlich noch? Ich muss doch gar nicht mehr, aber. Dann lernst du die Strecke schon mal kennen. Richtig. So, Leute, einmal probieren wir es noch. Und wenn nicht, dann machen wir erstmal das andere weiter. Ihr habt ja dann gesehen, wie es ist. So, Ja. so besonders ist das ja nicht. Auch die Melodie im Hintergrund. Ja, die ist schon nicht schlecht. So. Wieder fester Boden. So, dann noch einmal auf ein neues.
Ach, du bist gerade im Rennen, ne? Yep. Unter mir winnen. Hallo, Herr Rennenkoordinator. Oder? Ja, sprich halt nicht mit mir. Darf ich? Aha, super. Kurve, Kurve, Pfeiler, Pfeiler. Aber es sah am Anfang gar nicht so schlecht aus für mich. Und hättest du nochmal umgedreht, hättest du mich gesehen. Ja, tut mir leid. Die Späße habe ich jetzt nicht hinfallen. Renn, renn, renn. Komm, wir haben einen guten Vorsprung. Der fällt nicht hin. Naja, das sieht so komisch aus. Oh komm, wir haben einen guten Vorsprung. Der ist bloß halb am Ausrutschen, weißt du? Oh. Knappes Ding, knappes Ding. Aber was bleibst du stehen? Renn, renn, renn. Nicht zu weit aus der Kurve. Los, los, los. Oh. Wird knappes Ding, Leute. Das wird ein richtig knappes Ding. Wenn du dich eigentlich relativ gut anstellst, also wenn du dich nicht blöd anstellst, dann kriegt man das hin. Ja, nee, es geht eigentlich. Gerade aktuell. Los, komm, komm, komm. Zieh, zieh, zieh. Da vorne ist die Ziellinie, wir haben es gleich geschafft. Nee, doch nicht, es ist nur eine Brücke. Oh Leute, es irritiert ja richtig mit der Brücke. Letzter Abschnitt. Los, 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 los. Da bist du. Doch gar nicht so schlecht aus für mich. Jetzt wird das hier auch noch so blöd kurvig, ich glaub's ja nicht. Du rutscht, du rutscht, du rutscht, du rutscht. Da vorne ist die Ziellinie, ich sehe sie. Nee. Noch nicht. Ach, noch nicht. Aber ich hab guten Vorsprung eigentlich zu dem Viech, ne? Ja. Ich kann mir ein, zwei Fehlerchen noch erlauben. Ich sehe, dass du hinter mir bist, habe ich schon gesehen. Oh, nicht stecken bleiben, los, 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 los. Und. Oh. Oh, das ging aber eigentlich. Also, ich hatte ordentlich einen Vorsprung zu dem Viech. Also, ihr kennt ja Yannick aus meinen Let's Plays und der sagt immer, der hat das nie geschafft irgendwie, aber das ging jetzt eigentlich. Ja, ich sag ja, wenn du dich nicht blöd anstellst, dann. So, jetzt haben wir die gleich mal ein, die paar Sachen hier. Da brauchst du nicht. So, STF? Oder? So, warte mal. Was war denn. Ah, warte, oh, ich jetzt muss ich erstmal überlegen, was wann war. Guck, so. Du, warte, ich zeig jetzt erstmal den Leuten hier ganz schnell den Händler. Seht ihr, hier gibt's sowas Schönes alles. Ich spare ja jetzt auf die Froschstiefel. 15 Ohrwerber, 15 bullianische Kerzen, oh. 15 Weihnachtsschmuck von der Erde und 15 vulkanische Meditationsweihrauch. Ich kaufe jetzt mal so ein Paket jedes Mal, damit ihr mal seht, was da drin ist. Öffnen wir mal das hier. Da haben wir 5 von diesen Gutscheinen. Und das aber haben wir Ohrwerber. So, das die ganzen ganzes Zeug da, was man halt braucht. Aber so weit ist, das kriegt man ja auch bei den STFs, dieses ganze Zeug, ne? Ist das richtig? Glaube ich, gewiss es nicht mehr. So. Genau, damals zur Lebkuchenkuppel hier. Oh, mach mal. Den an für Winterinvasion. Winterinvasion ist eigentlich genauso zu handhaben wie Kolonieinvasion. Okay. Hab ich noch nicht gespielt. Glaub, das gibt's auch gar nicht mehr. Ich wollte schon sagen, es sagt mir auch nichts. Besonderes Ereignis. Aha. Das ist ja bloß eine Mission, die eine STF. Mehr gibt's ja gar nicht. Doch, Kolonieinvasion gibt's noch. Wird bloß nicht mehr gespielt. Ja, ich sag, das hier ist die einzige STF in diesem Event. Ja, ja. Nee, ich meinte Kolonienversion, wo du Flottenmarken kriegst. Ja, habe ich noch nicht gespielt. Das gibt's noch. Gibt's noch, aber wird nicht gespielt. Genau. Perfekt. Na, wenn wir vielleicht mal 5 Leute mal sind, dann gönnen uns. Genau. So, jetzt sind wir hier. Oh, ich weiß gar nicht, was die alle zu machen gibt. Auf jeden Fall brauchst du.
Lol, warum drehe ich mich Dauerkreis? Auf jeden Fall brauchst du jetzt zum Beispiel eine Winterwaffe. Oder du sammelst dich hier von...